Ja, moin meine lieben Jagdfreunde, da sind wir wieder am Tag 3 zum Live-Coaching hier von der Jagdschulakademie. Zu meiner Rechten mal wieder der fantastische Carsten hier vor Ort. Der kann es nicht lassen. Ist Und der so. nicht minder fantastische Original-Jagdschein-Coach, euer Timo. Oh. Ja, Hammer. Also, ganz ehrlich, schöne Grüße gehen heute auch wieder in die Ferne an den Roland Fischer, an die Jagdschule Roland Fischer, an den Simon Schmidt, an die Jagdschule Simon Schmidt. Vom Team Jagdschein Akademie an den André Michel und ganz besonderen Dank geht auch an unseren Partner Jagdschule Rhein-Ahr Eifel, die ja mittlerweile schon seit 1,5 Jahren mit uns zusammenarbeiten und ihre Jagdschüler auch nach diesem Online-Lernsystem ausbilden, jetzt natürlich super aufgestellt sind. Und ganz besonderen Dank geht an dieser Stelle auch an die Jagdschule W&O Dittmann. Lieber Bernd, du bist ja heute höchstwahrscheinlich auch wieder live dabei. Auch der Bernd wird sehr gerne auf eure Fragen eingehen. Und ja, super. Ihr habt richtig reagiert. Das freut uns. Und ich habe heute noch den ein oder anderen interessanten Anruf gehabt. Das ein oder andere interessante Telefonat steht noch morgen an. Seid mal gespannt. Will ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Ja, dann hast du noch ein Zettelchen. Ja, ich habe ja ein, wenn ich es nicht vergesse, eine kleine Notiz gemacht. Der Timo hat nämlich gestern ja eins gemacht. Und bevor ich das jetzt kurz sage, Leute, es geht uns hier überhaupt nicht darum, irgendwas zu verkaufen. Ja, das Online-Lernsystem bieten wir natürlich an und die Jagdschule, die ihr auch gerade gehört, arbeiten damit. Klar ist irgendwo hinter der Jagdschulakademie auch ein Geschäftsmodell, aber ein Geschäftsmodell, was echt ein Herz hat, nämlich mehr Leute aktiv mit der Jagd zu verbinden. Diverse Gründe. Auf jeden Fall wollen wir ein modernes Lernen unterstützen. Und in der Corona-Zeit, ja, ich glaube, dann lernt endlich mal wirklich der allerletzte, der das hier mitbekommt, dass das betreute Vorlesen und die Präsenzzeit nicht immer möglich ist und sicherlich auch gar nicht mehr von euch als Jagdschüler wirklich so richtig geliebt wird. Die Generationen wandeln sich, aber darüber könnte ich jetzt locker eine Stunde einen Vortrag halten. Da ist er Das mache nämlich ich häufiger. Spezialist. Damit beschäftige ich mich in meinem Hauptjob nämlich aktiv darum. Aber der Timo hat gestern einen rausgehauen. Das einfach auch, weil viele nachfragen, hey, Online-Lernsystem höre ich immer wieder, haben Sie mir auch schon empfohlen, was kommt da noch drin? Klar, da ist nochmal eine komplette Wissensvermittlung auf etwas andere Art und Weise in einem Angebot. Ja, das kostet sonst 257 Euro und der Timo hat gestern gesagt, 119 Euro in der Corona-Krise. Mega Angebot. Also wenn ihr Bock habt, da reinzugehen, genau nämlich wie die Sina Meier, die Saskia Lutz, Thomas Schröter, Dennis Pechert und Katrin Müller, die haben nämlich heute Morgen das Video nochmal gesehen und haben gesagt, komm her, ich will noch ein bisschen mehr Gas geben. 20 Uhr jeden Tag reicht vielleicht nicht. Sehr, sehr cool. Und haben dazu geschlagen, das Angebot hauen wir auch gleich nochmal rein für alle, die es auch noch interessiert. Neben der digitalen Jungjägertasche, die auch übrigens unheimlich viele Leute, ich war schwer beeindruckt, sich auch geholt haben. Auch den Link packen wir hier gleich nochmal rein. Da ist nämlich in der digitalen Jungjägertasche kostenlos und unverbindlich nochmal ein kompletter Ablauf. Wie läuft eigentlich eine Jagdscheinprüfung ab? Und wie sollte so eine Ausbildung vonstatten gehen? Und natürlich auch Gratis-Lektionen aus dem Online-Lernsystem, die ihr auch dauerhaft behaltet. Aber an der Stelle sage ich jetzt erstmal, die Zeit ist kostbar. Ich verschwinde jetzt darüber, wieder hinter den Rechner, gemeinsam mit Roland und Simon, die heute mitsupporten. Löchert uns. Wir freuen uns auf eure Fragen. Viel Erfolg und nehmt viel mit. Bis gleich. Danke dir. Ja, ich habe nochmal das Zettelchen genommen. Die Sina hat mir noch einen Messenger-Nachricht über Messenger eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, pass auf, finden wir klasse, würden auch gerne mit nochmal einem anderen Geldbetrag das Ganze unterstützen, damit wir vielleicht noch ein bisschen hier ins Equipment reinpacken können. Klasse, super diese Solidarität unter euch. Hier aber auch im Chat hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt. Wer da reingeht von gestern, dann wird dann mit Sicherheit sehen, um wie viel Uhr das war. Es war sehr, sehr früh morgens. Jedenfalls, ganz wichtiger Punkt nochmal an der Stelle, teilt dieses Video hier heute Abend in euren Gruppen und so weiter und so fort. Es gibt immer noch Leute, die davon noch nichts mitbekommen haben. Ja, jetzt zum Ablaufplan. Wir werden heute natürlich einmal den Drillig machen. Ich habe mir hier wieder mal einen kleinen Spickzettel geschrieben. Da gucke ich jetzt tatsächlich einmal direkt drauf.
den Drilling. Und zwar möchte ich euch gleich sofort einmal das Endergebnis zeigen, wenn ihr nach dieser Systematik trainiert, wo ihr dann schlussendlich landen werdet in der Prüfung, die Performance. Dann gehen wir natürlich nochmal detailliert auf die Sicherheit ein, das Sicherheit herstellen im Prüfungsabschnitt 1 beim Drilling, und zwar einmal aus der Worst-Case-Situation, der Gewehrständer-Situation und der Waffenschrank-Situation. Und dann wurde ja gestern auch schon das Thema Doppeln angesprochen, und heute kamen ganz, ganz viele Nachrichten rein bezüglich des Drillingsgebotes. Es gibt wohl Ausbilder oder Ausbildungen, die das so nicht anwenden, sondern die Waffe geschlossen lassen und noch nicht einmal umschalten auf Schrot. Warum wir das machen, erkläre ich euch dann nochmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht so wie beim Systemhauser 98, wo wir eine Schlagbolzensicherung haben, sondern beim Drilling haben wir nur eine Abzugssicherung. Und ihr wisst, umso weiter die Sicherung vom Schlagbolzen weg ist, umso unsicherer wird sie. Aber wie wir gestern auch schon gelernt haben, die Hand, wo die Hand liegen soll, ist ja die Hand am Ende des Tages immer noch die beste Sicherung, wenn wir wissen, was wir da eigentlich machen. Ja, dann geht es tatsächlich weiter im Anschluss mit der Munitionskunde. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Da werde ich euch nochmal einen ganz kleinen Einblick geben, wie da so die prozentuale Verteilung ist zwischen Langwaffenmunition, Schrotmunition, Kurzwaffenmunition. Und da gibt es eine fantastische 447-Regel als Impuls. Damit schlagt ihr nämlich die komplette Büchsenmunition bei der Langwaffenmunition tot sozusagen. Also das ist ein Impuls, der dauert, wenn wir ihn wiederholen und in die Tiefe reingehen, circa 7 Minuten. Das Schöne ist, diesen haben wir jetzt auch ganz aktuell wieder in unsere digitale Jungjägertasche reingemacht. Der war vorher nicht drin, weil ich das heute ein bisschen improvisieren muss. Wir wollten eigentlich eine Wandtafel schon längstens hier hinten hängen haben, aber leider Gottes hat der Baumarkt geschlossen gehabt. Also falls noch einer von euch eine große Wandtafel rumfliegen hat und braucht die nicht, kann mich gerne per PN anschreiben, und ja, würden wir uns sehr freuen. Also wir müssen uns da auf jeden Fall nochmal was einfallen lassen, damit ich hier auch in Zukunft großrahmig das Ganze zeigen kann. Ja, im Anschluss dessen, nach dieser 447-Regel, erzähle ich nochmal was zur Büchsenmunition, und dann machen wir eine kleine Prüfungssimulation anschließend. Das ist so ein fließender Übergang. Ich finde, da kann man am besten gerade im Bereich Munitionskunde lernen, wenn man so eine Prüfungssimulation einfach mal dezidiert durchgegangen ist. Ja, und auf dem letzten Zettel, da freue ich mich ganz besonders drauf, kommen wir dann tatsächlich schon zur Wildkunde, unseren Hauptdarsteller. Das ist einer meiner Steckenpferde. Da habe ich mich am meisten beschäftigt, weil ja 35% der kompletten Wissensvermittlung für euch in der Jagdschreibprüfung alleine schon im Fachgebiet 1 Wildkunde vorhanden ist. Und da fangen wir direkt mit dem ungeliebten Themengebiet an, Federwild. Ich sage immer so spaßeshalber, mal Hand aufs Herz, wer interessiert sich schon für die Flattermänner? Wir machen euch hier bringen euch hier einen super Einstieg, und das ist ein Angebot. Ihr werdet in meinen Augen keine bessere Alternative finden, als das, was wir euch heute hier zeigen, didaktisch anfangen. Ja, und bezüglich der Flattermänner werden wir heute mit den Wildenten anfangen, schöne Eselsbrücken und so weiter. Anschließend werden wir natürlich auch noch auf spezielle Fragen von euch eingehen. Wenn ihr schon Fragen habt, schreibt die rein. Und das Team Jagdschirmakademie Roland, Simon, der Carsten, der Bernd werden das dann sehr gerne beantworten. So, jetzt suche ich mal wieder meine Tasse. Wo habe ich sie? Ach, da steht sie. Wunderbar. Diesmal ist auch noch was drin. Ja, Frage an euch. Ist der Ton gut? Ist das Licht? Ja, Licht sieht auch gut aus. Meine Friese sitzt auch. Ganz, ganz wichtig, holt euch was zu trinken, holt euch einen Block und Stifte dazu. Denn heute könnt ihr mir einmal über die Schulter gucken und dann schreibt ihr gleichzeitig mit. Ja, sind bis hierhin schon irgendwelche Fragen reingekommen, mein lieber Carsten? Noch nichts. Noch nichts, okay. Gut, super. Dann schalte ich jetzt einmal um, und den Drilling, die sogenannte Worst-Case-Situation, habe ich nämlich schon einmal vorbereitet. Und ganz fest versprochen, heute bin ich etwas ruhiger mit dieser kleinen Webcam. So, kommen wir dem Versprechen doch mal gleich nach und gehen jetzt hier mal ruhig wieder in die Situation rein. So,
Also, ihr wisst, ihr müsst hier beim Drilling das sogenannte Drillingsgebot anwenden, respektive das Saspel-Prinzip. Ich würde euch vorschlagen, nehmt das Drillingsgebot, was da lautet, sichern, auf Schrotstellen brechen und entstechen. Und wie ihr jetzt hier unschwer erkennen könnt, ist die Greener-Sicherung nach vorne, das heißt, die ist entsichert. Also, Drillingsgebot anwenden, sichern als allererstes. Jo. Also das nenne ich doch mal eine ruhige Kameraführung. Ja, wir lernen ja auch hier vor Ort im Studio dazu. So, jetzt darf ich natürlich die Waffe aus dem Gewehrständer rausnehmen und halte sie 35 Grad in den Sicherheitsbereich. Trainingsgebot, sichern, auf Schrot stellen, jetzt geht die Hilfsklemme auch rein, brechen und zwischen Daumen und Zeigefinger entstechen, einfach nach hinten ziehen. Deswegen wird der französische Stecher auch Rückstecher genannt, weil ich ihn zurück entsteche. Wenn jetzt Patronen drin wären, würde ich die natürlich erst rausnehmen. Im Anschluss dessen eine Laufkontrolle. Alle drei Läufe sind frei und vor allen Dingen im Kugellauf sind auch Züge und Felder erkennbar. Abschließender Zustandsbericht an den Prüfer. Herr Prüfer, die Waffe ist nunmehr entladen, auf allen drei Schlössern gespannt, gesichert, auf Schrot gestellt und nicht mehr eingestochen. Profi-Tipp. Wer es erkannt hat, hat gesehen, dass ich da tatsächlich nochmal dran gehe. Und deswegen ist ein Gebot auch eine Aufforderung zur Handlung. Ihr müsst es umsetzen und machen, nicht nur kommentieren. Und der abschließende Zustandsbericht wäre ja der Moment, wo ihr eventuell, wenn ihr was vergessen hättet, das jetzt noch korrigieren könntet. So, dann haben wir automatisch hier diese Ausgangssituation. Aber ich wollte euch ja jetzt einmal kurz zeigen, wie das im Weiteren abläuft. Also den Prüfungsabschnitt 2 jagdfertig machen. So, das Ganze müsste man jetzt auseinanderbauen. Lassen wir heute an der Stelle. Wird auch bei dem einen oder anderen in der Prüfung so sein, weil der sagt, sie sind ja an dieser Waffe ausgebildet. Respektive, ich sage Ihnen, diese Waffe, dieser Drilling, hat das Kaliber 8x57 IRS und die Schrotläufe 1670. Hier sind die Patronen. So, dann darf ich dem das glauben, dann kontrolliere ich die Patronen und mache natürlich vor jedem Ladevorgang wieder eine richtig Laufkontrolle. Alle drei Läufe sind frei und im Kugellauf sind Züge und Felder erkennbar. Dann kommen die Mumpeln rein und die Waffe wird leise, leise geschlossen. Die Handgriffe hatten wir gestern. Abschließender Zustandsbericht an den Prüfer. Herr Prüfer, die Waffe ist nunmehr geladen, auf allen drei Schlössern gespannt, gesichert, auf Schrot gestellt und nicht eingestochen. Somit bin ich jagdfertig. Zeitsprung, wir sitzen auf dem Hochsitz, der Rehbock tritt aus dem Bestand aus. Wir sagen das Sprüchlein wieder, Rehbock angesprochen, ein natürlicher Kugelfang ist gegeben, vorderes und hinteres Schussfeld sind frei. Das bitte in der Prüfung nicht einfach runterrattern, denn dort kommen natürlich logischerweise auch je nach Prüfungsstandort andere Jagdsituationen vor. Da ist dann mal ein Weg oder ein Graben etc. Da werden wir aber in den nächsten Tagen auch noch mehr Einblicke gewähren. Ja, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich in den Anschlag, ich entsichere, vorsichtig, dass ihr nicht mit den Fingern in den Abzug reinkommt. Ich entsichere, schalte um auf Kugel, jetzt geht die Hilfskimme wieder hoch und steche unter sich nur mit dem Daumen nach vorne ein. Da sind wir ja gestern lang und breit drauf eingegangen. Zack. Und jetzt würde der Rehbock abspringen, der Klassiker. Und dann wende ich wieder das Drillingsgebot an. Das da lautet, sichern, auf Schrot stellen, brechen, entstechen und leise wieder schließen, weil vielleicht haben wir ja Glück und der Bock kommt wieder. So, Zeitsprung, wir stehen am Wagen, der Zustand der Waffe ist uns bekannt, wir sind wieder jagdfertig zurückgepirscht. Was dazwischen drin beim Auf- und Abbauen, beim Überqueren von Hindernissen oder Durchschlagen von Gräben passiert, wissen wir auch. Entladen, vor dem Ladevorgang wieder eine Laufkontrolle machen. Wir stehen jetzt am Wagen und werden die Waffe jetzt nun Waffenschrank fertig machen. Und auch hier erstmal nur der Einstieg in das Einfachste.
Keine Angst, morgen ist ja auch noch ein Tag und dann gehen wir auf die restlichen Punkte da beim Training noch dezidierter ein. Ja, das Ding hat ja gefühlt über 1000 Geheimnisse. So, ich stehe am Wagen, der Zustand der Waffe ist mir bekannt. Es ist alles super, gesichert ist, es steht auf Schrot, ist nicht eingestochen. Jetzt kann ich die Waffe einfach normal sofort öffnen, entnehme die Patronen, zack, führe wieder eine Laufkontrolle durch. Alle drei Läufe sind frei, Züge und Felder sind erkennbar. Dann hole ich meine Pufferpatronen raus, packe dort alles in das Patronenlager rein, Pufferpatronen. Deswegen, das sind keine scharfen Patronen, darauf kann ich jetzt gleich abschlagen, ohne dass ich Gefahr laufe, dass der Schlagbolzen hier abbricht. Ja, dann schließe ich das Ganze. Und jetzt auch wieder immer der gleiche Ablauf wie bei der Jagd. Erst entsichern, dann auf Kugel stellen, dann den vorderen Abzug ziehen. Peng. Ihr wisst, dieser Deko-Drilling ist kaputt. Normalerweise würde ja der mittlere Signalstift, der übrigens jetzt die Spannung hier beim Drilling anzeigt, es gibt noch einen anderen Signalstift, bei der Walter PPK zum Beispiel, da wird jetzt Ladezustand angezeigt. Allerdings nur beim Original, bei der Original Walter PPK. Es sei denn, ihr habt dann etwas ganz Besonderes, nämlich die Walter PPK, die Original Walter PPK im Punkt 22. Aber ihr merkt, ich komme so ein bisschen vom Thema ab. Zu viel Information an der Stelle. Jetzt wäre der mittlere Signalstift weg. Wunderbar. Ich schalte jetzt um auf Schrot. Zack. Die Hilfskimme geht wieder rein. Ich ziehe den vorderen Abzug. Vorne, rechts. Jetzt geht der rechte Signalstift rein. Und hinten links, der linke Signalstift geht rein. Und dann im Anschluss sofort wieder sichern. Zustandsbericht an den Prüfer. Herr Prüfer, die Waffe ist nunmehr entladen. Pufferpatronen bedeutet entladen. Auf allen drei Schlössern entspannt, gesichert, auf Schrot gestellt und nicht mehr eingestochen. Somit ist die Waffe waffenschrankfertig. So, liebe Jagdfreunde. Dann kommt wieder der Klassiker, stellen Sie die Waffe doch mal bitte so in den Gewehrständer. Herr Prüfer, normalerweise immer im geöffneten Zustand. Danke, Herr Gerd, das wollte ich hören. Dann machen Sie das so. So, und dann würdet ihr in der zweiten Ausgangssituation hieraus wieder Sicherheit herstellen. Und genau das machen wir jetzt einmal ganz schnell. Vor allen Dingen sicher, erst sicher und dann kommt schnell automatisch. Ich nehme euch wieder mit. Jetzt wisst ihr ja, dass die Waffe geöffnet ist. Es kann offensichtlich erstmal keine Gefahr davon ausgehen. Ihr seht auch, die Trainersicherung ist gesichert und nicht entsichert. Ja? Also, auch wenn jetzt der eine oder andere meint, ist ja easy, euer keine Sicherheit herstellen. Nein, ihr bleibt beim gleichen Ablauf. So, bin begeistert heute von meiner ruhigen Kameraführung, wenn euch das genauso gefällt. Jagt doch mal ein paar Däumchen durch den... Oh. Hatte ich umgestellt gerade? Habe ich das gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es. Dann jagt doch mal ein paar Däumchen durch. Jetzt muss ich tatsächlich mal fragen, habe ich euch gerade mit zu dem Gewehrsteller genommen oder hatte ich vergessen umzuschalten? Schreibt das doch mal kurz rein. Habe ich vergessen? Okay, also nochmal. Aber ich habe wirklich eine ruhige Hand gehabt. Ich nehme euch nochmal mit. So, jetzt habe ich umgeschaltet. Zack. Gewehrsteller-Situation. Alles klar, super, gesichert, geöffnet. Trotzdem bleiben wir jetzt bei unserem Fahrplan. So, wieder rum. Ich kann die Waffe aufnehmen. Und jetzt wende ich trotzdem mein Drillingsgebot an. Egal, immer auf der Schiene bleiben. Sichern, ich gehe wirklich mit dem Daumen dran. Sichern, nach hinten. Sichern, auf Schrot stellen. Brechen und logischerweise entstechen. Es ist nicht eingestochen. So, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gibt Prüfungskommissionen, die wollen nicht nur, dass ihr eine Sicherheit überprüft, sondern die wollen auch, dass ihr eine sogenannte Funktionskontrolle des Stechers durchführt. Die machen wir hier an der Stelle ganz zum Schluss. Da sage ich nochmal was dazu. Das gilt nämlich für den Repetierer beim Systemhauser 98 genauso. Danke für den Hinweis nochmal. Ganz, ganz wichtiger Punkt, aber euer Ausbilder sollte normalerweise wissen, wie ja der Ablauf bei euch vor Ort ist. Ihr habt gesehen, ich mache original den gleichen Ablauf, auch wenn ich davon ausgehen kann, dass hier nichts rummanipuliert wurde. Okay? So, jetzt machen wir das ganze Ding
wieder Waffenschrank fertig, tatsächlich. Entsichern auf Kugelstellen, die Kugel abschlagen, umstellen auf Schrot, vorne ziehen, hinten ziehen und sichern. Das wäre jetzt die Gewehrsteller-Situation. Ich nehme euch jetzt nicht mit. Ihr guckt euch natürlich die Sicherung an. Und wenn das dann so wäre, wie jetzt der Zustand ist, nämlich gesichert, dann dürft ihr die Waffe auch wieder aufnehmen. Und dreimal dürft ihr raten. Nach Aufnahme der Waffe erfolgt was? Richtig, das Trainingsgebot. Ich gehe wieder alle Punkte durch. Sichern, auf Schrot stellen, brechen. Und jetzt hört mal genau hin. Und das geht jetzt auch ein bisschen schwieriger. Klick. Jetzt ist die Waffe wieder gespannt. Warum? Weil hier durch den Vorderschaft, der als Widerlager wirkt, schlussendlich überhaupt die Schlösser gespannt werden können dadurch. Ne? Pendant dazu, das Schlösschen beim Systemhaus 98. Und, ganz wichtig, sichern, auf Schrot stellen, brechen, richtig, nochmal, entstechen, nach hinten. Ja, abschließender Zustandsbericht, die Waffe ist nunmehr entladen, auf allen drei Schlössern gespannt, gesichert, auf Schrot gestellt und nicht eingestochen, somit ist Sicherheit hergestellt. Und im Anschluss, Herr Prüfer, führe ich jetzt tatsächlich nochmal eine Funktionskontrolle beim französischen Stecher durch. Ich drücke das Ganze nach vorne. Das hält. Wunderbar. Ich entsteche wieder. Funktioniert. Ja? Nochmal hier der Hinweis, und ich weiß, dass das sehr kurios ist, aber in ganz Deutschland gibt es für die Waffenhandhabung keinen offiziellen Ablaufplan. Es gibt für jeden Nagel, für jeden Dübel eine DIN-Nummer, für die Waffenhandhabung komischerweise nicht. Das ist unser Vorschlag, habe ich auch im ersten Video gesagt, im zweiten Video sage ich heute auch wieder. Ihr haltet euch daran, was euch der Prüfer sagt, aber ihr könnt davon ausgehen, dass das, was wir euch hier zeigen, 100% sicher ist. Deswegen Achtung, wenn ihr euch YouTube-Videos anseht, ihr merkt ja schlussendlich gar nicht als Anfänger, ob das richtig oder falsch ist. Ihr könnt ja mal auf die Fehleranalyse gehen, wenn ihr hier durch seid, und könnt ja mal recherchieren. Und dann wird euch das ein oder andere auffallen. Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. So, mein Spickzettel ist runtergefallen. Wunderbar. Da haben wir einmal Sicherheit hergestellt aus allen drei Ausgangssituationen. Und ganz, ganz wichtiges Fazit hier ist, egal, ich wende immer das Trainingsgebot an. Manche wenden das sogenannte Saspel-Prinzip, das ist für mich allerdings zu kompliziert. Ich will in der jagdlichen Praxis schnell und sicher vor allen Dingen die Punkte abarbeiten. Wenn ich dann erst nochmal, das war bei Sösle ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt erstmal Saspel wieder dekodieren muss, dann kommen die meisten durcheinander. Aber jeder Jack ist anders und wir haben nochmal verschiedene Ansatzmöglichkeiten, um dann demjenigen zu helfen. Sichern. Auf Schrot stellen, brechen und entstechen.